Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal in dem Format Let's Talk About Games, heute mit einer ganzen Reihe von Spielen, nämlich der Tatsache, dass man aus großer Entfernung fremden Leuten das Hirn aus dem Schädel pusten kann. Sniper Elite. Das gibt's auf der PlayStation 2, das gibt's auf der Xbox 360, das gibt's natürlich als Fortsetzung Sniper 2. Irgendwo habe ich noch ein altes Snipers rausgekramt. Das ist Sniper ohne S. Und heute schauen wir uns Sniper Elite 3 an. So, ja, jetzt sind wir schon mittendrin in der ersten Mission. Genau gesagt in der allerersten. Da muss man sich ein bisschen mit der Steuerung dann noch zurechtfinden. Und anfangs mag die etwas hakelig erscheinen, aber insgesamt ist schon okay. Da haben wir also den Zustand, dass wir belagert werden und unsere Kumpels wollen natürlich Hilfe holen. Und wer ist da besser geeignet als wir als Meisterschütze? Da müssen wir uns erstmal einen Überblick verschaffen. Rausgehen. Und dann wird angezeigt, dass das Primärziel ist möglichst viele gegnerischen Angreifer zu eliminieren. Dazu haben wir hier das Fernrohr. Daher auch der namensgebende Titel Sniper. Und das ist jetzt neu in dem Spiel, die sogenannte Bullet Time. Und wenn das Projektil trifft, wird genau angezeigt, wo es trifft und welche Schäden es verursacht. Nun ja, ich würde mal sagen, eine Kugel im Kopf ist tödlich. Jetzt kann man sich natürlich streiten, wie ästhetisch solche Kopfschüsse in diesem Detailgrad sind. Wie gesagt, das Spiel ist nicht für Jugendliche gedacht. Und die leidige Diskussion, was jetzt da gewaltverherrlichend ist und was nicht und was für Erwachsene gedacht ist und was nicht, naja, die sparen wir uns an dieser Stelle. Es ist nun mal, tja, wie soll man sagen, faszinierend, interessant, morbide zuzusehen, wie eine Kugel in einen menschlichen Schädel eindringt. Natürlich ist das alles eine Computersimulation und grausam ist es auch, da beißt die Maus keinen Faden ab. Aber es ist ein Spiel, es macht Spaß. Ja, wie immer haben wir Primärziele und Sekundärziele und ja, was soll man hier noch sagen? Also es geht im Endeffekt darum, die Gegner auszuschalten und das auf möglichst effizientem Weg. Ja, haben wir genügend Gegner eliminiert, kommt natürlich irgendwie so eine Art Hauptgegner oder ein neues Ziel. Hier müssen wir jetzt einen Laster ausschalten und der geht nur über Umwege. Jetzt müssen wir jetzt erstmal eine bessere Position suchen. Und wenn ich das dann geschafft habe, dann kann ich den Laster als solchen ins Visier nehmen und den Benzintank anschießen. Ja, was soll man zu den Spielen sagen? Die sind natürlich extrem gewaltverherrlichend. Wir haben hier natürlich die Aufkleber. Das ist hier USK 18. Das bedeutet, nicht an Minderjährige zu verkaufen. Hier haben wir ein, USK 16. Das heißt also, hier kann man schon an nicht erwachsene Leute herangehen. Hier wiederum ist USK 18 drauf. Das ist eine englische Variante. Da sind sie ein bisschen generöser. Hier ist nur ein 15er drauf. Und hier steht ausdrücklich bei der PlayStation 2, das waren noch Zeiten, kein Verkauf an Personen unter 18 Jahre. Gewaltverherrlichend ist klar, aber es macht höllisch Spaß, seien wir es doch mal ehrlich. Und die bösen Nazis abzuknallen, was gibt es Schöneres? Ich gebe dem Spiel insgesamt eine 9 von 10. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Raus!